Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sky Saga Infinite Isles und zwar diesmal in der Alpha 8. Wir haben eine neue Alpha, das heißt neuer Content und alles neu. Okay, nicht alles, aber viel, was ich ziemlich cool finde. Halt die Klappe! Und, oh, Feder. Und deswegen will ich euch heute mal als allererstes quasi ein bisschen was von den Neuerungen erzählen, die es jetzt hier so gibt. Und zwar hat sich so, also dieses Mal war der Schwerpunkt vor allem auf den Quests und auf dem, ja, User-Interface quasi. Finde ich übrigens super. Meine Lieblingsneuerung von allen, ja, von allen Neuerungen in diesem gesamten Spiel. Okay, es gibt zwei Lieblingsneuerungen. Eine Lieblingsneuerung ist einmal Information. Ich liebe ja Information, das wisst ihr. Und wir kriegen Information. Guckt euch das an. Ist das nicht schön? Wir haben Informationen auf den Erzen, was sie tun. Es ist wunderbar. Es ist so toll. Also, das finde ich echt klasse. Und noch mehr Informationen. Und zwar Made From. Ziemlich geil. Und ich habe drei Lieblingsneuerungen, fällt mir gerade ein. Also einmal Lieblingsneuerung meins, Information. Lieblingsänderung Nummer 2, Blueprints. Ja, wir haben hier einen Blueprint Constructor. Den bekommen wir durch eine Questreihe, oder? Also entweder durch die Questreihe am Anfang oder durch eine Levelaufstiegsbelohnung vom Siedler-Level. Und dieses Ding ist quasi halt dieser Blueprint Constructor. Hier können wir mal reingucken. Also ich brauche erstmal für die normale quasi Grundfläche brauche ich diese 900 grünes helles Gras, weil das ja die Grundfläche ist, auf der gebaut wird. Danach kann man hier drauf bauen, was man möchte, mit allen Sachen, die man möchte, was momentan auch ein bisschen verbuggt ist, aber das wird sicherlich bald gefixt. Und dann kann man diese Blueprints quasi in der Hauptstadt zum Verkauf anbieten und dadurch ein bisschen Geld machen. Finde ich super cool. Werden wir noch auf jeden Fall sowas von ausprobieren. Dann gehen wir mal ganz kurz hier mal einen Reward holen und kurz vielleicht mal ein bisschen Platz im Inventar machen. Das wäre mal eine lustige Idee. Ich gehe hier mit der Mitte. Wunderbar. Einmal ganz kurz ein bisschen Platz machen im Inventar. Hier ist noch ein bisschen Chaos am Stil. Ach Gott, hier ist, ja. Es gibt wieder das Settler-Gear natürlich. So wie eh und je. Können wir ganz kurz hier irgendwie was ablesen, bitte? Wo habe ich denn hier? Da sind meine Metalle. Metallshit. Weg. Und ich habe schon letzten Abenteuer Schlüsselsteine gefunden. Finde ich sehr praktisch. So, das weg. Was? Achso, ja. Zack. Sonst noch was? Hier. Reicht erstmal. So. Habe ich noch was zu holen gerade? Nee. Es gibt neue Items. Einmal andere Herzen. Dann so bestimmte Pülverchen in verschiedenen Farben für verschiedene, ja, halt, ich brauche ich noch, für verschiedene, ja, Möbelstück, ja, Seltenheitsgruppen irgendwie so. Das habe ich noch nicht probiert, weil ich habe noch nicht viel Möbel gemacht, außer Kisten hier, wie ihr seht, und natürlich die Workshops. Questtechnisch hat sich einiges verändert, also die Anfangsquest für diese Teile sind immer dasselbe geblieben, aber wir haben jetzt ein lustiges. Also dieses unten links seht ihr ja, das F hat jetzt ein extra Teil bekommen. Da, dieses lustige Ding, was ich in der Hand habe. Darüber wird jetzt alles geregelt. Und zwar haben wir hier einmal natürlich unser Home-Button. Wir haben das Community-Hub-Button. Wir haben ja, PvP und Bauwettbewerb. Und hier unser Portal. Ist das nicht geil? Okay, das ist jetzt quasi auf dem, in dem Handheld. Ist es nur für Gruppen-Dungeons. Denn wir haben jetzt Gruppen. Und wir können mit Gruppen halt diese Dungeons, ja, erleben. Dafür braucht man bestimmte Anforderungen. Sie seht ja hier zum Beispiel Miracles Metal Forest Mastery Rank 8. Heißt, wir haben verschiedene Ränge im Questfortschritt. Durch Questfortschritt erreichen wir diese Ränge. Und ab einem bestimmten Rang können wir bestimmte Sachen erst machen. Und zwar ist auch die Schlüsselsteinschmiede entfernt worden. Und dafür gibt es jetzt alles direkt übers Portal. Wie wir sehen, haben wir jetzt hier die verschiedenen ja, Ländereien, die wir auswählen können. Und natürlich haben wir am Anfang ganz viel Forest. Und hier haben wir jetzt, ja, quasi für die verschiedenen Quests, die wir immer links sehen, die verschiedenen, ja, Regionen, die wir reisen können. Dieses Ardendorf und Leuchtturm und Ardenburg habe ich schon abgeschlossen. Wie ihr seht, das ist das, was es kostet, also 5 Schlüsselsteine. Und hier unten sehen wir uraltes Labyrinth, da brauche ich 12 grüne Schlüsselsteine und 3 Dunkelherzen für. Und Forest Mastery Rang 4. Das habe ich jetzt noch nicht, weil es ist nämlich rot markiert. Alles, was rot markiert ist, können wir noch nicht machen. Aber ich muss, glaube ich, sowieso vorher noch, genau, in den Hub.
Apropos, da wollen wir sowieso jetzt mal hin. Sonst gibt es hier gerade nicht so viel Neuerungen. Craften ist so, wie es immer war. Wir haben halt, wie gesagt, mehr Informationen auf den einzelnen Items, wenn es denn nötig ist, halt woraus die gemacht sind. Dann ja, auf den Metallen die verschiedenen halt die Werte. Ich glaube, alles andere hat gar keinen Wert mehr. Also Holz hatte ja früher mal Wert gehabt, inzwischen natürlich nicht mehr. Nur noch die Erze an sich. Dann gehen wir mal zum Community Hub. Hier finde ich übrigens die Wartezeiten, also ja doch, die Ladezeiten irgendwie kürzer als früher, finde ich auch gut. Es ist immer gut, wenn man weniger warten muss. Der Hub hat sich nicht groß verändert. Ein paar Sachen wurden halt umgebaut, aber ansonsten ist eigentlich noch alles beim Alten. Und da kommt jetzt gleich als erstes meine Lieblingsneuerung Nummer 3. Oh ja, das, was man sich quasi bei solchen Spielen auch irgendwie immer wünscht. Und zwar ist jetzt Ämchen hier. Mit ihm muss ich gerade sowieso reden. Ich sage, mein Haus sieht wirklich kahl aus. Achso, das ist wieder typisch, ihm Möbelrezepte geben, ja. Und zwar ist er jetzt der Item-Trader für alle Items. Wie ihr seht, alles, was leuchtet, können wir ihm verkaufen, ja. Lieblingsneuerung Nummer 3 ist verkaufen. Und zwar unsere alten Boots packen wir rein, die sind angeknackst und brauchen wir eh nicht mehr. Handeln, jawohl, ja. Dann haben wir hier Rüstungen gefunden, 18%. Und 83,9. Das war die Brust, ne? Nichts geht über meine gute Brust hier. Deswegen können wir die beide mal verkaufen. Zwar nicht für viel, aber immerhin. Dann, also besser als zerstören, habe ich so das Gefühl. Dann könnten wir zum Beispiel, was nehmen wir denn mal? Hier so ein Wolfszahn. Moment. Müssen wir den vielleicht vorher teilen? Ups, das wollte ich gar nicht. Falsch rum. So vielleicht? Einzeln? Nein? Aber er hat doch geleuchtet. Naja, das vielleicht? Vielleicht wird doch hinzugefügt. 5 Knoten für eine Feder. Und hier Schlüsselsteinfragmente. Das gibt richtig viel. Ja. Ne? Hier Dunkelherzen sind bestimmt auch extrem teuer. Jawohl. Damit kann man dann schon ein bisschen Geld machen. Vor allem für die Talismane. Die sind auch ziemlich viel wert. Wenn man dann irgendwann später die gar nicht mehr braucht, kann man sie verkaufen. Oh, Waldruhen. Wow, ja, das ist mal ein Preis. Ja, ne? Verkaufen ist super. Natürlich auch Rezepte verkaufen, ist ganz klar. Dann muss ich mal eben hier oben hin. Möbelstückrezepte. Und wir haben noch einen Treasure-Amber, den wir aufmachen können. Da hat sich nämlich auch einiges geändert. So, bla bla bla. Crazy Wolf, Skittering Born of What? Darkness, okay. Okay, wir müssen also die Dunkelheit erforschen, weil da fiese Viecher sind, die uns das Leben zur Hölle machen hier. So, einmal meine Sachen abgeben hier. Oh, Entschuldigung. Dann jedes Mal dieselbe. Ich bin so gedrückt, Tab zu drücken für Inventar. Das ist schlimm, dieses 7 Days to Die. Okay. Einmal. Zweimal. Dankeschön. Hattest du noch mehr Quests, die ich mitnehmen konnte? Ja, sicherlich. 10 Gegner. Ein Boss, 10 Gegner in der Nacht, 10 Gegner ohne besiegt zu werden, das sowieso. Holzbretterarten, 10 Beeren, 10 Schlüsselsteinfragmente in einem Abenteuer. Ja, das sieht doch ganz gut aus. So, aha, Complete Untouchable. Das ist jetzt nämlich ein neues Adventure, was wir freischalten, also was wir betreten können in in unserem Portal. Und ja. Da vorne ein paar Sachen und einmal zack, Sachen nehmen. So, was neu ist, einmal, wenn wir hier rumgehen. Erstmal das Ding hat einen Seitenausgang, finde ich perfekt. Jetzt kann man endlich hier ums Eckchen gehen. Aber Obacht, denn hier ist plötzlich ein Loch. Und zwar ein Treppenloch. Der Herr Knochenmensch hat ein neues Zuhause gekriegt. War der schon vorher da? Ich glaube schon. Was kann der eigentlich? Okay. Gut. Hier ist wiederum ein, ja, Tor. Ne? Das gleiche, was wir auch auf dem Handheld haben. Ist wirklich ganz hübsch hier. Und jetzt gehen wir mal eben ganz kurz nach oben zu unserer Treasure Amber Frau. Guten Tag. Hier sieht es auch besser aus. Jetzt haben wir endlich hier den Laden-Button. Und wir wollen mal eben kurz das Ding hier aufmachen. Und wir sehen schon direkt, bäm, wir haben eine Übersicht von dem, was da drin sein kann und wie ja, hoch die Chance ist und welchen Seltenheitsgrad das hat. Hallo? Das will noch nicht so ganz. Ja, ganz, oh, da kann ganz schön viel drin sein. Deswegen machen wir auf, mal gucken, was wir kriegen. Oh, ein Pöttchen. Schön. Gut. Ich soll die ja sammeln, ne? Ja. Okay.
Eins haben wir schon mal. Möbelstücke, nicht Möbelrezepte. Ach, Möbelstücke, nicht Möbelstückrezepte. Okay, dann lernen wir das mal. Sehr schön. So, und wichtig zu wissen ist auch, dass wir jetzt Rüstung... Oh Gott, was ist mir hier durch? Na? Rüstung, die wir kaufen können, hat jetzt auch verschiedene Anforderungen. Zwar kann man nicht immer sich direkt die geilste Rüstung kaufen und anlegen, sondern man muss auch auf, ja, quasi sein Quest-Fortschrittslevel achten in dem Fall. Wenn wir mal ganz kurz hier rüber flitzen zur Verkäuferin hier vorne. Die hat ja immer alles mögliche an Rüstung dabei. Wenn wir jetzt mal hier reingehen, dann sehen wir hier, okay, jetzt habe ich für das hier schon alles abgeschlossen, aber zum Beispiel das Schwert, was ich habe, hier, erhalte Medaille Waldmeister Stufe 4, um diesen Gegenstand zu verwenden, denn ich kann das Schwert noch nicht benutzen. Ich muss erst halt die Stufe 4 erreichen, um es benutzen zu können. Finde ich ganz, naja, ganz cool gemacht irgendwie, dass man jetzt verschiedene, ja, Level hat, im Anführungszeichen, die man absolvieren muss, um bestimmte Rüstung erst tragen zu können. Die können wir wiederum schon tragen. Kann man inzwischen vergleichen? Vergleichen kann man immer noch nicht. Schade. Aber ist nicht so schlimm. Habe ich irgendwas? Nee, ich habe hier unten das. 52, 4. Das lohnt sich gar nicht. So. Jetzt wollen wir mal ganz kurz wieder nach Hause gehen und gucken, was für Anforderungen bzw. was für Sachen wir brauchen für unser neues Abenteuer. Denn die kosten jetzt ja Sachen. Und diese, ja, gelben Herzen sind quasi die erste Währung, die man zu den Schlüsselsteinen noch mit für die Portale braucht. Danach kommen halt, glaube ich, die Dunkelherzen oder so. Ja. Es gibt natürlich auch Abenteuer mit weniger Schlüsselsteinen, wo man halt Sachen farmen kann, zum Beispiel eben diese Herzen und Co. Und die sind trotzdem, obwohl, ich weiß gar nicht, ob die Questländer random sind, aber die kleinen, glaube ich, schon. Zumindest, uppala, irgendwie so annähernd. So, Forest. Untouchable, das ist unsere Questline hier. 9 Schlüsselsteinfragmente und 2 Fiery Hearts. Die Hearts habe ich schon, die habe ich auf dem letzten Abenteuer schon sammeln können. Und ja. Ansonsten, ja, hier ist alles beim Alten geblieben. Ich versuche jetzt mal irgendwie was Hübsches zu bauen und so viel Gras zu kriegen, um das ganze Ding mal zu füllen. Ist nicht so einfach. Und ansonsten hat sich, glaube ich, jetzt nicht so viel getan. Wie gesagt, die Quests sind ja sehr, sehr schick geworden. Ich muss hier dringend aufräumen. Ich glaube, bevor wir nächste Folge ein Abenteuer ziehen, muss ich hier ganz dringend umbäumen. Das ist nämlich mega unpraktisch. Oh Mann. Ja. Wir haben über dieses F-Ding, also dieses, ich weiß gar nicht, wie heißt das? Kann man es irgendwo nachlesen? Ich weiß es nicht. Kriegen wir auch Quests, also wirklich Side-Quests in den Abenteuern. Was heißt, wenn wir irgendwo eine Landmark entdecken, kriegen wir manchmal ein Quest, dass wir irgendwas besorgen sollen und irgendwas erkunden sollen, irgendwas wo rausholen sollen. Gegner töten gibt dann auch manchmal halt, wenn man eine Quest hat, Quest-Drop-Items. Und das ist echt witzig. Ich habe mir noch gar nicht so wirklich die Requests dafür, also die Belohnungen dafür angeguckt, ob es da, aber ich denke mal, es gibt auf jeden Fall Erfahrungspunkte im Adventure-Level. Und es ist schon echt süß gemacht. Und wir haben genau oben links, seht ihr, haben wir noch eine Währung. Wenn wir nochmal eben kurz rüber hoppen in den Community-Hub. Hub. Stimmt, wir können nochmal ein paar neue Bernsteins öffnen. Bernsteine. Treasure Emboss. Denn da ist auch alles am Alten geblieben. Nur ein bisschen, ich glaube, etwas mehr durchmischt. Wir werden es ja sehen. Also, wir gehen einmal zu unserer Tante hier hinten. Da können wir nämlich wieder diesen Treasure Amber kaufen, aber diesmal nicht für Geld, sondern für diese oben links, für diese Tokens, die wir einmal wöchentlich kriegen. Ab in den Laden, hier. Ne, diese Tokens können wir für dieses Treasure Amber eintauschen und die haben verschiedene Qualitäten. Natürlich können wir nicht direkt wieder das Höchste kaufen und ja. Obwohl wir können mal hier Master Settler. Weil. Das kann hinten sein, kann das Furniture? Nee. Okay, wir könnten einmal hier einkaufen, und einen dicken kaufen. So. Weil wir es können. So, wir machen erstmal den kleinen auf. Hier können einige, ja, Inseltitel drin sein. Nur Inseltitel? Oh. Ah, nee, noch mehr. Das Ding ist nur, man kann das Ding nicht ordentlich ziehen. Hier kann alles mögliche drin sein. Okay. Hoppala. Dann machen wir das Ding mal auf.
Okay, ist ja wunderhübsch. Und einmal das mittlere. Ein Dino-Kopf. Okay, immerhin ist der episch. Und was Legendäres. Ja, mal gucken. Oh, ernsthaft? Wir haben eine Insel bekommen? Das ist heftig. Okay, das ist heftig. Okay, erstmal den hier. Dann einmal den Dino-Kopf. Sehr schön. Und die Insel. So, eine Wüsteninsel. Ich habe schon diese Dschungel-Ruinen-Dingens haben wir natürlich wieder durchs Questen gekriegt. Die kriegt man ja immer. Dann gucken wir uns mal die Wüsteninsel an. Ich hatte noch nie eine Wüsteninsel und erst recht keine aus dem Treasure Amber. Ist ja cool. Hoffentlich ist die geil. Ja, wir kriegen aus dem Daily Reward wieder unsere Void-Insel, glaube ich. Also zumindest ist da wieder eine Insel drin. Ne, hier. Wenn wir uns das mal ganz kurz angucken. Das war Escape. Ja, genau. Escape. Hier haben wir ganz viel Treasure Amber. Hier haben wir den lustigen Hut. Und hier ist wieder die Void-Insel. Glaube ich zumindest. Ja. Ansonsten gibt es hier noch so einiges. Hier gibt es wieder. Oh, wow. Sonnenstahl klingen, das ist gut, weil Sonnenstahl das Beste ist für Waffen. Wie wir hier sehen, ne? Nur Plus. Stamina, Strength und Durability. Haben wir sonst noch alles? Punkte, Treasure Amber, ganz viele. Und zum Schluss, was ist das? Warum denn Dunkelstein? Das macht keinen Sinn. Und zum Schluss gibt es den Schatzschlüsselstein für eine Schatzinsel. Ziemlich cool. So, wir haben jetzt hier Wüste. Weißes Holz, das ist nice. Was haben wir denn hier drin? Oh, schade, nichts wirklich Ordentliches. Aber eine dicke Kiste haben wir hier. Die können wir schon mal klauen. Bei Gelegenheit. Oh Mann. Yeah, wir haben eine Wüsteninsel. Hier können wir eine kleine Oase hinbauen. Hihi. Das gefällt mir. Sogar sehr gut. Gibt es ja auch Nachbarinseln, also kleine Inseln drumherum? Nee, leider nicht. Schade. Okay. Jawohl, wir können mal eben ganz kurz in die in die Dschungelinsel reingucken. Ob sich da irgendwas getan hat und ob wir da immer noch diese massenweise Dekorationen stehen haben in den Kisten. Das wäre. Hier sind zumindest zwei dicke Kisten. Tatsache, wir haben immer noch. Okay. Interessant. Ja, hier ist immer noch alles voller Dekoration. Aber diesmal. Nicht alles lila, das ist gut. Na doch, das meiste von ist lila und blau. Also so wie vorher. Gut, aber wir haben eine dicke Kiste. Oh, es sind generell Kisten. Die nehmen wir direkt mal mit, damit ich drüben sortieren kann. So, sonst noch irgendwelche Kisten? Sieht nicht so aus. Cool, finde ich gut. Wieder Deko umsonst. Und für den Anfang gar nicht mal so schlecht. Oh, da hinten ist wieder eine kleine Insel. Gut, das ist gut, das ist gut. Und ganz viel Holz. Hier im Tempel gibt es wahrscheinlich nichts. Es gibt mehr höheren Fallschaden. Endlich, weil man hat ja vorher immer nur so wirklich sehr, sehr geringe Fallschaden gekriegt. Und jetzt gibt es richtig auf die Ohren, wenn man fällt. Das, ja, ist für mich auf jeden Fall jetzt etwas realistischer als vorher. Und momentan ist leider noch ein kleiner, also noch mehrere kleine Bugs drin, eben kleine Baubugs, was das Template angeht. Und in Abenteuern respawnen die Gegner viel zu schnell. Das ist noch ein Problem, weil es teilweise, wenn da echt so fünf Gegner vor dir stehen, du die nacheinander alle platt machst und dann die ersten schon wieder nachspawnen, ist ein bisschen tödlich. Noch bin ich nicht gestorben, muss ich sagen, obwohl ich schon einige Adventures gemacht habe. Aber ja, man kann immer noch weglaufen, so ist ja nicht. Und ja, ich würde sagen, das war's für die erste Folge. Die Neuerungen, ne, kann man auch alles im Sky Saga Forum nachlesen. Da gibt es die Patch Notes natürlich. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, damit ich weiß, ob ich weitermachen kann oder nicht. Ihr könnt mir gerne hinterher joinen, das ist alles kein Problem. Ihr könnt mich besuchen kommen. Wenn ich auf Abenteuer gehe, könnt ihr gerne hinterherkommen. Nur natürlich, ne, immer schön erstmal natürlich freundlich bleiben und nicht nerven im Sinne von, ne, also nicht hier, ne, also benehmt euch einfach. Dann können wir gerne zusammen spielen, alles kein Problem.
wenn ihr einen Key haben wollt, weil ihr noch keinen habt, dann sagt Bescheid. Ich habe einen Key gekriegt, der für 5 Leute geht. Das heißt, 5 Leute kann ich sofort reinholen. Ansonsten, wie gesagt, anmelden und auf den Key warten. Oder donnerstags gibt es eben Keys für alle. Diesen Donnerstag gab es halt keinen Key für alle, weil eben das, der Patch kam. Und ich habe meinen 5-Leute-Key gekriegt. Das heißt, wenn ihr einen braucht, sagt Bescheid. Das Spiel ist super geil. Immer noch Closed Alpha, aber super, super geil. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in unserem ersten Abenteuer. Und bis dahin, ciao, ciao.